Sie sind hier, 29. August 2018, 15.49 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern wird vorerst nicht mehr als Videoschiedsrichter eingesetzt, Wolfgang Stark, Urheberrecht Getty Images. Nach den umstrittenen Eingriffen beim Spiel zwischen Wolfsburg und Schalke hat Videoassistent Wolfgang Stark vorerst keine Einsätze mehr in der Bundesliga. Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Wolfgang Stark wird vorerst nicht mehr als Videoassistent in der Bundesliga eingesetzt. Nach seinen umstrittenen Eingriffen beim Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Schalke 04, 2:1 am Wochenende, zog der Deutsche Fußballbund DFB am Mittwoch die Konsequenzen und entschied, den 48-Jährigen bis auf Weiteres abzuziehen. Starks Tätigkeit im Coaching der 3. Liga bleibe davon unberührt, es ist wie in einer Fußballmannschaft, wenn ein Spieler eine schlechte Phase hat, nimmt er weiter am Trainingsbetrieb teil und kann sich durch Leistung anbieten. Wenn die irgendwann stimmt, steht er auch wieder in der Startelf, sagte Jochen Drees, der baldige neue Chef des Videoprojekts der Bild. Stark war bei den strittigen Entscheidungen in Wolfsburg nach eigenem Bekunden allerdings nur beratend aktiv. Er habe den Schiedsrichter nicht zu einer Korrektur gezwungen, sagte der 48-Jährige nach dem Spiel. Zwei fragwürdige Entscheidungen Schalkes Matija Nastasic hatte zunächst die gelbe Karte gesehen, dann rot. Später zeigte Schiedsrichter Patrick Ittrich Wolfsburgs Wuwekost erst die rote Karte, danach doch die gelbe. Beide Male war der Videobeweis zum Einsatz gekommen, ich mag Wolfgang als Menschen und Typen sehr. Es gibt nun mal Leute, die haben ihre Stärken als Schiedsrichter auf dem Platz, andere sind bessere Videoassistenten, sagte Drees. Stark war als Unparteiischer auf dem Feld in der Bundesliga 20 Jahre aktiv und wurde zweimal DFB-Schiedsrichter des Jahres, lesen Sie auch, Schalke legt einen Spruch gegen Nastasic Sperre, ein Schiedsrichter-Boss Fröhlich will Videoassistenten austauschen.